Weiter geht's bei Industries of Titan und wir wollen heute hoffentlich unser erstes Schiff designen und wir gucken mal, ob wir es sogar schon starten können. Also, weiter geht's. Und hier seht ihr, wird der erste Rumpf gebaut. Und ich muss nach wie vor sagen, ich finde dieses Spiel einfach nur mega, mega cool. Am Anfang war das sehr verwirrend, dass man hier mehrere Artefakte hat, aber das haben sie halt rausgenommen. Und ihr seht halt auch, man muss hier wirklich gut planen, gut gucken, was mache ich als nächstes, welche Mineralien hole ich mir, welche Forschung mache ich und so weiter und so fort. Ansonsten ja, geht das hier echt schief. Ne? Und was wir jetzt machen... Wir brutzeln uns jetzt noch ein paar Leute zurecht. Ja, wir haben ja die... Na, Quatsch. Wir haben ja die Möglichkeit, noch drei Leute zu nehmen. Und wir brauchen die auf jeden Fall. Das ist der Brutzler von... Das nennen wir mal Brutzler. So, das ist der Hirnbrutzler. Wir brutzeln uns noch ein paar Leute. Drei Leute wären gut. Wir brauchen ja auch Crew für die Schiffe. Und das dürfen wir auf keinen Fall unterschätzen. So, was haben wir da? 20 Mineralien. Ach Gott, das ist auch schon alles leer. Eieieiei. Ja, wir nehmen uns erstmal die Sachen. Wir bauen das erstmal wirklich alles ab hier. Und dann schauen wir mal rein. Wir haben noch nicht alles da. Wir arbeiten dran. Das ist so cool, ne? Die müssen wirklich einfach nur stumpf hier durchfahren. Zack, zack, zack. Ich zeige euch das mal von hier. Die müssten hier rausfahren, da rein und dann da durch. Einmal einladen bitte und dann wieder raus. Sehr schön. So, einer ist arbeitslos. Aber das werden wir gleich verhindern. Einmal zum Wiesenhof, Brutzler bitte. Und dann brutzeln wir uns einen weiteren. Okay, gut. Das Thema ist auch bald abgeschlossen. Radtausch, Ticket, Erzeugungsrate plus 50%. Sehr gute Sache. Aber im Moment haben wir eigentlich keine Probleme mit den Tickets. Wir haben eher so Probleme, dass wir nicht genug Einfluss haben. Und das müssen wir uns auch mal bei Zeiten, da müssen wir bei Zeiten auch mal dran arbeiten. Da gibt es mit Sicherheit auch eine Forschung. Da gehen wir in die Richtung jetzt gerade hin. Und deswegen sollten wir auf jeden Fall gucken, dass wir auch ein paar... Moment, jetzt bin ich in die falsche Richtung gefahren. Dass wir ein paar Artefakte uns hier holen. Das können wir uns auch nochmal angucken. Okay, so, da haben wir alles. Der wird schon noch abgebaut. Da gibt es 6 Artefakte. Ja, die brauchen wir. Wir werden uns mit dem nächsten 40 Einfluss, das sparen wir uns jetzt mal auf und dann holen wir uns den. Ich habe jetzt auch, ich weiß, ich habe auch mehrfach gesagt, ich möchte gerne die hier haben, aber wir müssen wirklich erst gucken, wie das Schiff hinterher aussieht, wenn es fertig ist und wie viel Ressourcen es hat und was es noch alles braucht. Und davon machen wir abhängig, ob wir uns eventuell auch einen von denen hier holen. Und wie es da weiter aussieht. So, also bitte einen weiteren Brutzler. Ja, Geld sieht noch gut aus. Da mache ich mir also keine Sorgen. Das Gute ist halt, Geld braucht ihr eigentlich in diesem Spiel nicht so unglaublich umfangreich. Ihr braucht das Geld halt, um diese Sachen freizuschalten und ansonsten, um eure Leute zu bezahlen. Aber ansonsten braucht ihr es eigentlich nicht. Ja? Deswegen weiß ich nicht, ob wir wirklich irgendwann überhaupt in diese Richtung gehen werden. Denn das sind 2000, die man ausgibt für, weiß ich nicht. Die Leute sind noch zufrieden bei uns. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt aussieht. Städtische Lebensqualität 24%. Ja, ist noch alles okay. Ich meine, ganz ehrlich, denen wird hier eh regelmäßig das Gehirn gebrutzelt. Wenn sie irgendwann mal unzufrieden sind, dann schicken wir sie in den Brutzler von Wiesenhof, lassen die einmal durchbrutzeln. Ja, und dann haben sie eh alles vergessen, was sie machen wollen. Von daher, mein Gott, was soll's. Ja, da muss man jetzt auch nicht so, da muss man jetzt auch nicht so zickig sein. So. Also, ist unser Schiff fertig? Es ist fertig. Es ist fertig. Und da haben wir es. So, also. Jetzt müssen wir mal gucken, wie rum dieses Schiff überhaupt hier betrieben wird. Ich glaube, so rum? So rum, ne? Ne, warte. Entschuldigt bitte. So rum, ne? Ich glaube, das ist richtig. In die Richtung fliegt es dann. Okay, also, was müssen wir machen? Wir haben hier natürlich auch wieder einige Sachen, die wir bauen müssen. Das ist aktuell nicht allzu viel. Wir klappen das mal auf.
Es gibt natürlich auch hier wieder Blueprints für die Schiffe, die wir uns anlegen können. Ob wir das runterladen können, das weiß ich tatsächlich nicht. Vielleicht später, irgendwann. Mit den Mods. Und wir haben hier halt Laser. So, und das kostet normale Mineralien. Ja, wir sollten wirklich gucken, dass wir die jetzt abbauen. Wir holen uns erst die 6 Artefakte. Und mit den 6 Artefakten versuchen wir uns dann genügend Sachen zu organisieren, dass wir da weiterkommen. So, das Problem ist bei denen natürlich auch, die brauchen halt auch Platz. Ne? Und ich hätte aber trotzdem schon gerne die großen Laser. Und der braucht jeweils, also der braucht einen Arbeiter. Okay. Jetzt müssen wir natürlich auch Treibstoff uns hier holen, denn wir müssen natürlich auch Treibstoff hier an Bord produzieren. So, also jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall 2 Arbeiter für die Laser. Das heißt, wir brauchen 2 Crew-Kapseln und auf jeden Fall eine Lebenserhaltung. Die braucht eine Energie, medizinische Kapsel, ja, mal gucken, benötigt keine Energie. Das heißt, eine Energie. Motor benötigt keine Energie. Sehr gut. Das heißt, 1, das sind 6, 7 und der große Reaktor produziert 9. Das heißt, den könnten wir uns da hinsetzen. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Aber wisst ihr, bevor wir das machen, bauen wir jetzt wirklich eine Mineralienstation der Stufe 1. Ich möchte jetzt wirklich gucken, dass wir als erstes eine Mineralienstation der Stufe 1 bauen. So. Also, einmal die hier hin. Da brauchen wir das Mineralieneingabemodul. Das würde ich sagen, bauen wir. Wir können das auch hier an die Seite bauen. Einmal dahin. Nein, so rum. Mhm. Dann gibt es das Arbeitermodul. Einmal dahin. Dann kommt die Produktionslinie dahin. Dann haben wir das Ausgabemodul. Ach, verdammt, das geht nicht. Das kommt dahin. Und dann das Abfallmodul dahin. Und dann können wir tatsächlich dort noch ein paar Abfallcontainer bauen. Okay. Gut, dann haben wir die Produktionskette der Stufe 1 fertig. Und ich denke, das sollte dann auf jeden Fall besser werden. Das hat immerhin Faktor 5. Und dann bauen wir uns auch die ersten Sachen einmal hier ab. Wir haben noch 5 Artefakte, das sollte noch okay sein. Jetzt müssen wir da einmal reingehen. Und wirklich mal schauen, dass wir hier oben weiterarbeiten. Da brauchen wir die Artefakte ja gleich für. Also wir haben jetzt uns das geholt. Das, glaube ich, brauchen wir aktuell nicht. Ressourcenfelder, Abbaurate. Ah, das ist ärgerlich. Wir haben aktuell keine großen Ressourcenfelder. Das finde ich momentan auch nicht so wichtig. Wir können es aber nutzen, um diese Wege freizuschalten. Den könnten wir erforschen, brauchen wir aber nicht. Forschungseffizienz finde ich gut. Verteidigungsgeschützreichweite will ich auch hin. Ich glaube, wir brauchen das nicht. Deswegen schalten wir uns das frei und ersparen uns das hier, indem wir das verschrotten und die Wege damit freischalten. So, jetzt gucken wir, was wir haben. Verschmutzungswiderstand, sehr gut. Da bin ich mal gespannt, was wir da haben. Das will ich auf jeden Fall haben. Ja, da könnten wir auch überlegen, ob wir das auch verschrotten und dann uns die Sachen hier freischalten. Gucken wir gleich mal. Gucken wir uns gleich mal an. So. Also, was hast du? Du hast keine Arbeiter. Ja, einmal betreten bitte. Und hier unten brauchen wir natürlich auch Energie. So, einmal nach da bitte. Dann brauchen wir hier wahrscheinlich sogar einen großen. Da kommt dann kleiner hin. Nee, ne? Schade, da brauchen wir einen großen für. Mhm. Einmal davor. Und dann kriegst du bitte... Nein, wo war es? Arbeitermodul. Du kriegst einen Arbeiter. Stufe 1 auf 2 aufwerten. Ja, läuft.
So machen wir das. Gut. Also an Moneten mangelt es uns wirklich momentan nicht. Dann würde ich sagen, holen wir uns wirklich erstmal diese Obsidianruine und bergen einmal die Mineralien von hier. Das ist jetzt, finde ich, erstmal wichtiger. Okay, so 24%. Also wir haben noch ein bisschen Zeit für die dritte Welle. Da müssen wir noch nicht dran arbeiten. Jetzt gucken wir hier unten Isotope. Ah, das Ding können wir uns auch ersparen. Den könnten wir uns holen. Aber ich will eigentlich eher den hier haben, weil der hat relativ wenig Mineralien drin für 40. Da holen wir uns lieber die 6 Artefakte. Ja, ich denke, so machen wir das. Wir holen uns da lieber die 6 Artefakte mit rein. So, wie sieht es mit dem Geld aus? Ach, ist überhaupt kein Problem. Also Geld ist wirklich überhaupt nicht unser Thema. So. Können wir uns eventuell mit dem Geld sogar... Ja. Nein, verdammt, das war die falsche Richtung. Ah! Merde. So, jetzt haben wir das wieder drin. Das war natürlich extrem ineffizient. Wir können auch noch ein paar Isotope ausgeben. Will ich das? Im Moment eigentlich nicht. Aber zwei... Nee, wir machen das nicht. Nein, nein, wir machen das nicht. Nee, das finde ich nicht gut. Nee, nee, wir lassen das. Wir könnten einmal gucken, der ist raus. Den holen wir uns. Wir brauchen Artefakte. Das ist schwierig. 3 Artefakte... Der hat einfach ein schlechtes... Der hat einfach ein relativ gutes Verhältnis. Also da... Oh, der ist gut. Da können wir uns ganz klar die Artefakte holen. Und hier holen wir uns die Mineralien und die Isotope. Gut. Also, das ist immer noch nicht im Lager. Wir produzieren jetzt aber auch endlich Stufe 2 Mineralien. Das ist super. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da auch. Gut. Also, einmal hier rein. Jetzt könnten wir überlegen, ob wir 4 Mineralien kostet das nur. Ihr seht, das kostet jetzt nur noch 4 Stufe 2 Mineralien. Und da haben wir wahrlich genug drin. Also, dann bauen wir uns jetzt mal unser System. Das ist übrigens der große Vorteil. Diese Mineralien, die da aufgewertet werden, die sind einfach mal Verhältnis 5 wert. Ja? Das bedeutet, ihr habt jetzt wirklich wesentlich weniger Mineralien, die ihr braucht. Das kostet zwar 20, aber dadurch, dass da Faktor 5 ist, reichen euch 4 von den hoch aufgewerteten Mineralien. Also da haben wir jetzt einen enormen großen Boost mit drin. Ne? Und das sollten wir jetzt nicht... So, das sollten wir nicht verquasen. Also da bauen wir einen Laser. Ja. 2 Laser bitte aus der Stufe. Genau. So, dann brauchen wir einen Motor. Und wir brauchen einen Generator. So. Ups. Jetzt gehen wir mal bitte auf... Da können wir noch nichts machen. Den haben wir auch. Okay, dann brauchen wir auf jeden Fall einen Motor. Wie viel kosten die Antriebssysteme? Aber hat der überhaupt welche? Nee, ne? Damit das Schiff abheben kann, wird der Motor benötigt, die Motoren sorgen für etwas mehr Geschwindigkeit. Wie viel braucht denn der? Benötigt keine Energie. Einmal da einen hin und da einen hin. Okay. Also, das können wir schon mal bauen. Was? Bürger Walm durch Krankheit? Oh nein. Oh, das ist ja doof. Ah, dann holen wir uns einfach neue. Ah, 3 Stück. So, komm. Dann haben wir wieder 11. Passt. Ja, wir sollten vielleicht echt mal gucken,
dass wir, na, wir haben das, wir haben das echt ein bisschen, durchschnittliche Bürgergesundheit 55%. Wir sollten vielleicht echt zumindest ein Krankenhaus bauen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, ne? Ein Krankenhaus, Energie 16, Heidewitzka, was zum Henker? Ja, leck mir mal. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, wir bauen kein Krankenhaus. So schmal. So. Also als nächstes würde ich gerne diese Isotopie haben mit 40. Jetzt können wir mal gucken, dass wir hier vielleicht irgendwas verticken können. Nee, geht nicht, ne? Wir verkaufen mal ein paar Isotope. Ich will jetzt endlich die Artefakte haben. Und die können wir dann wieder auch um. Schiff ist bereit zum Start. Echt? Da haben wir gar keine Crew drin. Soll das hier funktionieren? Die haben auch gar keine, die haben auch gar kein Kraftwerk. Okay, also. Ja, Gott, jetzt müssen wir wieder reden. Na, dann quatschen wir erstmal mit der. Welcome, Founder. My name is Shiaro Hess and I am your Corporation Monitor. Every founder on Titan is assigned a monitor like me. I make sure you treat Titan with respect. It is the Council's property, after all. If we work together, we'll make this city very efficient. Ja, danke dafür. Ich habe gerade mal geguckt. Treibstoff L erzeugt 7 Treibstoff. Wir haben einen Generator, der braucht insgesamt 3. Also hier brauchen wir nicht allzu viel. Ich würde sagen, wir bauen hier eine kleine Treibstofffabrik rein. So ein winziges Ding. Das können wir im schlimmsten Fall auch zup, da reinpacken. Und natürlich dann Treibstofftanks. So. Gut. Dann haben wir das Thema auf jeden Fall. Dann brauchen wir ein Energierelais. Das müssten wir dahin bauen. Zack. So. Dann haben wir da die Möglichkeit, auch Energie zu speichern. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie viel erzeugt der denn jetzt hier bei uns aktuell. Der erzeugt 6 Treibstoff. Echt so viel? Wow. Da bin ich ja jetzt echt ein bisschen überrascht. Wahnsinn. So, hier haben wir auf jeden Fall 2 Laser drin und der braucht 2 Crew-Einheiten. Und der braucht auf jeden Fall eine Lebenserhaltung. Ah, wir brauchen tatsächlich eine Lebenserhaltung. Sollten wir da hinstellen. Zack. Und dann gibt es eine Crew. Die bauen wir einmal. Ach, die muss auch noch irgendwo rankommen, ne? Einmal dahin. Eine Crew können wir dahin bauen. Brauchen die. Moment, brauchen die Energie? Benötigt keine Energie. Passt. Okay. Ja, sehr schön. Dann haben wir im Prinzip unser Schiff. Soweit startfertig. Wir müssen noch 2 Leute, Jiri und Neek, sind jetzt an Bord. Und damit, jetzt müssen wir überlegen, was brauchen wir noch? Also, wir haben keine Schilde aktuell. Wir könnten die regenerativen Schilde aber erforschen. Das wäre eine Möglichkeit. Wir können das Schiff natürlich irgendwann wieder zurückholen. Aber wir haben Laser der Stufe L. Das sind die größten. Und mehr kriegen wir hier auch nicht rein, ne? Ja, im Prinzip können wir das abheben lassen. Auf geht's! Sehr schön. Und damit hätten wir unser erstes Schiff. Sehr, sehr cool. Wir gehen mal auf langsame Geschwindigkeit jetzt. Jetzt können wir mit diesem Schiff vor allen Dingen mal ein bisschen erkunden fliegen. So. Und was wir jetzt brauchen, sind vor allen Dingen neue Bürger. Und wir müssen uns auch neue Leute zusammenbrutzeln. Ja, 3 Leute. Top. Passt. Holen wir uns. Nehmen wir. Funktioniert. Und mit dem Einfluss holen wir uns jetzt die Artefakte. Denn dazu brauchen wir jetzt die Artefakte. Ich will mir natürlich jetzt 2 neue Leute erbrutzeln. Und ich bin immer noch wirklich hin und her gerissen, ob wir das Ding hier brauchen. Ganz ehrlich. Brauchen wir ein Krankenhaus? Ich meine, die sind bei 57%. Ah,
Haben wir die Möglichkeit, hier irgendwelche Gesundheitsstationen zu bauen? Ich glaube nicht, ne? Ja, wir könnten Lager bauen, aber das ist vielleicht auch nicht das Richtige. Bringt auch nicht so wirklich was. Was wir machen sollten, ist eine Isotopenveredelungsstation. Das müssen wir auch noch errichten. Das sollten wir eigentlich daneben bauen, aber da ist so wenig Platz, ne? Wir müssen mal gucken, wir versuchen das mal, dass wir die Isotopenveredelungsstation jetzt hier mal reinbauen. Also das mal Mineralien-Eingabemodul bauen wir. Ach, verdammt, das wird echt eng. Einmal dahin. Oder vielleicht lieber hier unten. Das ist ja Unsinn. Wir brauchen ein Isotopeneingabemodul. Einmal so. Die Station kommt nach da. Dann brauchen wir ein Ausgabemodul. Ein Arbeitermodul. Das passt nicht. Das kriegen wir aber dahin. Und ein Abfallmodul. Ja, passt. Wunderbar. Dann brauchen wir noch ein weiteres Relais. Einmal dahin. Und dann veredeln wir uns jetzt auch bitte Isotope. Wunderbar. Sehr gut. Dann sind wir da auch schon dabei. Und wir veredeln uns jetzt unsere ersten Isotope. Und jetzt würde ich sagen, machen wir mal unseren ersten Flug mit unserem neuen Schiff. Gucken mal, was dieses Schiff bereitet. Wir könnten natürlich auch mal schauen, dass wir hier vielleicht mal das erste Mal so ein bisschen rumschießen. Na, aber das sehen wir dann. Vor allen Dingen müssen wir halt erkunden, in welche Richtung wir uns entwickeln werden. Das ist natürlich auch wichtig. So. Na, hier ist tatsächlich gar nichts, ne? Wir fliegen mal nach oben. Was haben wir da? Noch 24%. Ressourcenqualität der Quelle ist schlecht. Also meines Wissens nach, zumindest war es im Early Access so, sind die unendlich. Das kann sich mittlerweile auch geändert haben, das weiß ich nicht. Okay, da oben gibt es mehr Mineralien. Jetzt fahren wir mal ganz vorsichtig dahin. Ja, vielleicht die Möglichkeit, ihn anzugreifen. Was hat der für eine Reichweite? Nicht wirklich, ne? Oh, 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 oh. Da ist ein Schiff. Da ist ein Schiff. Jetzt können wir mal gucken, ob es was bringt, wenn wir den angreifen, ob wir das schaffen. Nee, das wird nix. Nee, das sehe ich so schon, das wird nix. Da machen wir dann vielleicht mal lieber einen Bogen drum. Da brauchen wir wahrscheinlich zwei Schiffe für. Um das zu bauen. Aber wir sollten auch nicht außer Acht lassen, dass wir hier hinten noch einen regenerativen Schild haben. Mittlerer Bereich, der vor leichten Schaden bewahrt. Das erforschen wir bitte mal. Okay. Also wir haben hier noch relativ viele Isotopenvorkommen, aber wenig Mineralienvorkommen, ne? Was haben wir da noch? So einen riesigen Fels. Den könnte man da auch irgendwann mal abbauen. Ja, so richtig viele Mineralienvorkommen haben wir nicht mehr, ne? Oh, da oben ist ein weiterer Rebell. Also mineralienmäßig sieht das echt düster aus hier, muss ich jetzt wirklich mal sagen. Wahnsinn. Krass.
Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Tja, das muss ich mal sagen. Also mineralienmäßig ist das echt düster jetzt hier, ne? Na gut. So, jetzt brutzeln wir uns erstmal. Jetzt erzeugen wir uns erstmal hier. Zack. Die ersten Isotopes. Und können bitte ein paar Sachen ausgeben, um weitere Arbeiter zu erzeugen. Den Brutzler, bitte. Und wir brauchen mehr Leute. Gut. Tja, oder auch nicht. Jetzt könnten wir noch Isotope ausgeben, um dort noch ein bisschen weiterzukommen. So, das machen wir mal. Und dann möchte ich eigentlich die beiden hier als nächstes holen. Wir haben 6 Artefakte. Ja, wir nehmen uns die Obsidian-Ruinen trotzdem. Und wir werden die ausschlachten für Ressourcen. Denn es sieht so aus, als wenn wir Isotope könnten wir reichlich bekommen. Mineralien wird echt ein Problem werden. Was heißt, naja, eigentlich auch nicht. Wir müssten halt irgendwann mal hier. Das müssen wir wahrscheinlich wirklich als nächstes machen. Na, wo ist es? Dass wir die Befehlszentrale wirklich jetzt da hinsetzen. Ja. Ich denke, das ist der einzig gangbare Weg. Wir fahren mal da weiter. Wir wollen ja auch mal unseren Gegner finden. Unseren mehr oder weniger Freund. Gucken, wo der ist. Wie sieht es hier aus? Schiffsmäßig. Ja, sieht gut aus, ne? Wir haben genug Energie und genug Treibstoff. Und das passt also alles. Gut, passt. Weiter geht's. Hier hinten gibt es noch mehr Mineralienfelder. Echt, also ich muss ja wirklich sagen, das sieht also wirklich düster aus, ne? Wir haben unheimlich viele Isotopenfelder jetzt gefunden, aber kein Mineralienfeld. Wir fliegen mal da runter. Mal gucken, was wir da finden. Boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht, ey. Das ist echt ganz schön. Ja, ich weiß, das ist echt ganz schön düster. Was haben wir da? Ja, top. Was kostet eine Befehlszentrale? 200. Dann warten wir erstmal, bis wir uns den hier geholt haben. Das ist, glaube ich, dann effektiver. Ja, genau. Der hat nämlich auch 6 Mineralien vom Typ 3. Und wenn wir uns das mal hier mit 25 durchrechnen, ist schon eine ganze Menge, ne? So, da hinten, da gibt es Mineralienfelder. Aber auch alle nur so pseudoreich. Hier ist schon wieder so ein Isotopenfeld. Das ist ja der Wahnsinn. Also, ich weiß gar nicht, was ich das sagen soll. Wir gehen mal auf volle Geschwindigkeit. Da gibt es Mineralien. Da könnten wir auch hin. Also könnten uns auch in die Richtung ausbreiten. Jetzt fliegen wir mal hier lang. Oh, 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 oh. Vielleicht machen wir da auch einen kleinen Bogen drumherum. Was ist das? Ein Artefakt. The Hammer. Würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht auf dem Radar auftauchen. Also, ist ja echt der Hammer, ne? Hier gibt es überall zwar diese Felder, aber noch eine richtige Mineralienmine habe ich nicht gefunden. Wahnsinn. Und wir müssen jetzt mal in unsere Base gehen. Wir haben nämlich ein Problem. Ihr seht es hier. Da oben. Das Abfalllager ist voll. Doch, du baust da jetzt. So, fertig. Bummens. Tja, heftig. Muss ja wirklich sagen. Also das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Das sieht echt nicht gut aus. Wie sieht es denn jetzt aus mit der Aufwertung dieser Fabrik? Das braucht 90 Isotope. Dann hätten wir da ein weiteres Level. Dann könnten wir oben die erste Stufe 3 Mineralienproduktion starten.
Ah, wir hätten das wahrscheinlich echt früher machen müssen, ne? Wir müssen wirklich jetzt die Mineralienproduktion der Stufe 3 aufbauen. Und die Mineralien einfach effektiver nutzen, die wir haben. Ja, bringt nichts. Ich glaube hier, ich glaube, wir finden hier nichts mehr großartig. Wir kommen mal zurück. Wir müssen uns jetzt wirklich daran orientieren, dass wir die Sachen... Zack. Dass wir wirklich effektiver werden. Also, gut. Dann warten wir jetzt mal ab und hoffen, dass wir hier die Aufwertung hinkriegen. Und wenn wir das fertig haben, dann können wir Gott sei Dank die Mineralienproduktion der Stufe 3 aufbauen. Und dann sind wir da, denke ich mal, auf einem guten Weg. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.